Perfekt, genau das ist meine Bahn. Ich liebe es, wenn Dinge so gut funktionieren. Einen wundervollen guten Morgen, ihr digitalen Tomatenoman. Ich bin gerade wie 5000 Mal in den letzten Tagen am Bremer Hauptbahnhof und fahre nämlich gleich nach Hamburg. Mein Zug kommt auch schon in 4 Minuten, ich muss mich ein bisschen beeilen. Und treffe mich dann im Café Fauveau zum Brunch mit der Tomatengang und das wird richtig, richtig cool. Ja, die Sonne scheint, es kann nur ein awesome Tag werden. What we do here is go back. Ich bin angekommen, jetzt muss ich nur noch schnell rüberrollen, ich bin schon viel zu spät, aber naja, vielleicht haben die anderen ja da was vom Brunchen übrig gelassen, ich hoffe es auf jeden Fall mal. So, ich bin da und ich habe sogar den Geheimeingang gefunden. Hey man. Ich glaube, ich muss leider die komplette Terrine damit nehmen. Leute, guten Appetit! Guten Appetit! Herzlich willkommen im Jahr 2015. Ich habe es fast geschafft, einmal alles auf meinen Teller zu bekommen. Ich weiß nicht genau, was alles ist, aber es sieht phänomenal aus. Guten Morgen! So, dritte Runde. Gucken, wie viele noch kommen. Ich bin optimistisch. Das ist krass. Das ist in einer Island. In einer Spekulatius Island. Boah, das ist echt so krass. Das ist doch überhaupt mein Original-Spekulatius. Runde 11. So, der Nachtisch. Oh mein Gott! Computer. Das ist ein kleiner Igel, oder? Ja, ein kleiner essbarer Igel. Ja? Das ist ein Känguru-Boot. Hammer geil. Ja. Der war gut. Aber die Farbe, sollte man das noch essen? Ja, das sieht schon ziemlich gegärt aus. Hier ist noch einer, probier's mal mit dem. So, die sieht besser aus.
Mm. Gott, das ist wundervoll. Was gibt's heute? Ich glaube, ich habe jetzt alles, was auf diesem kompletten Buffet gibt, einmal durch. Und jetzt diesen Kuchen gerade zum 5. Mal. Und diesen Obstsalat zum 8. Mal. Und es gibt Creme aus Spekulatius. Und so ist nicht Bro. Was für Creme gibt's? Creme aus Spekulatius. Genau diese da. Sorry, du hast richtig Hunger heute, wie man sieht. Jetzt muss ich die reingehen. So, es ist jetzt schon wieder 32 Minuten her, dass ich was gegessen habe. Höchste Zeit, wieder nachzufüllen. Ich habe jetzt nochmal hier so einen Sheer-Pudding mit gewissem Extra. Oh yes. Sieht auch gut aus. Ist das Joghurt mit dem Rhabarber, Zimt, Marmelade. Das ist übrigens selbst gemacht, die Marmelade habe ich herausgefunden. Die ist so lecker. Ist so lecker. Zweite Runde. Gerade eben hat unser Mikro oder beziehungsweise unsere Kamera irgendwie ein bisschen den Geist aufgegeben und jetzt haben wir so eine coole Funktion. Wie sagt man? Installation. Die ihr jetzt leider nicht sehen könnt, aber direkt hinter dem Handy steht jetzt gerade Daves Handy, das den Screen von meinem Handy filmt, damit wir sehen können, ob es noch anders ist. Und wenn ich verstanden habe, ist das auch egal, wir fangen einfach mal direkt an. Heute geht es um die spannende Frage, die ich letztens bekommen habe. Wie man es denn jetzt, wenn man jetzt was Eigenes starten will, wenn man jetzt zum Beispiel einen YouTube-Kanal machen will. Und dann gibt es viele Leute, die sich sehr stark darüber Gedanken machen, was denn jetzt so die Freunde davon denken und was die Familie davon hält, wie die Leute in dem Umfeld das so aufnehmen werden. Und ich denke mal, wir können alle so ein bisschen aus unserer eigenen Erfahrung sprechen, dass das erstmal, glaube ich, ganz normal ist, oder? Also ich glaube, jeder macht sich da am Anfang so ein bisschen Gedanken, aber es ist halt einfach super wichtig, und das habe ich gelernt, dass man sich nicht so sehr davon bestimmen lässt, von dem, was andere Leute potenziell darüber denken können, sondern halt einfach, das halt trotzdem einfach machen. Ne? Ja, man sollte sich halt wirklich auf die Leute fokussieren, die es wirklich interessiert und nicht auf die, wo dann sagen, das ist Kacke, das ist was soll der Kack sein? Sondern wirklich die Leute, es gibt immer Leute, die so ticken wie ihr und für die macht ihr das ja, nicht für die anderen. Gerade wenn man was Neues macht, dann eckt man sowieso mal. Also egal, ob es gut oder schlecht ist, das wird immer, die ersten Leute werden sagen, hey, was machst du da überhaupt und ja. was wird das und hat es überhaupt Sinn und das ist doch Quatsch und dann liegt das an einem selber, ob man die überzeugt oder halt nicht und wie man sich halt verkauft auch in den Videos. Ne? Also, das ist doch dieser, wie geht dieser schöne Spruch irgendwie, wenn man was Neues startet, am Anfang lachen einen die Leute aus und dann bekämpfen sie einen genau, und dann ja. hat man gewonnen oder irgendwie genau, so geht es. Ja. Ich weiß nicht, wer das gesagt hat, aber ich glaube, das ist recht passend auch für diese Situation, denke ich mal. Definitiv. Ja, es ist halt einfach wichtig, dass man am Anfang eben wirklich genau sich für das entscheidet, was man wirklich machen möchte, weil dann bleibt man dabei und je länger man dabei bleibt, desto mehr Leute kann man dann auch irgendwie davon überzeugen, dass man es wirklich machen möchte und nicht irgendwie macht, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Das war auch am Anfang was, wo ich halt Angst hatte, weil ich das früher schon während dem Modeln immer gehört hatte, dass ich bestimmte Sachen so mache, um irgendwie Aufmerksamkeit zu kriegen. Und jetzt mache ich das Ganze mittlerweile seit einem Jahr und Leute, die früher sowas gesagt haben, die folgen mir jetzt und finden das cool und einer hat sich mittlerweile auch vegan meditieren oder so. Ich habe auch ein ziemlich cooles Beispiel aus der Musikszene. Ich habe mal früher aufgelegt und dann kam ein Newcomer dazu und wollte sich da halt ein bisschen abgucken bei mir, hat sich dazugestellt, hat gemeint, er liebt Elektromusik und macht das eigentlich so gerne, aber er merkt, er hat keine Chance, er will aber Geld verdienen. Deswegen steigt er auf Elektromusik wie auch immer um und will Hip-Hop jetzt machen, obwohl das gar nicht seine Richtung ist. Und der hat dann schon ein bisschen verkackt, wenn ich das mal so sagen darf, und von dem hört man jetzt auch nichts mehr. Ne? Also ich glaube, es macht einfach keinen Sinn, wenn man es nicht mag oder nicht spürt oder wie auch immer. Das ist der Punkt, man soll nicht anfangen, jetzt irgendwelche andere zu kopieren, nur weil die das so machen, heißt das nicht, dass ihr das auch so machen müsst. Ihr müsst da wirklich eure eigene Persönlichkeit reinbringen, dann wird es ja richtig authentisch, wenn ihr wirklich das macht, was euch viel bedeutet, was eure Leidenschaft ist. Also am besten findet das, was eure Leidenschaft ist, schaut euch in eurem Freundeskreis um
eure besten Leute, weiht die vielleicht ein, einfach in eure Idee, macht für euch irgendeinen Start, wie halt eben startet ein Blog, der muss dann noch nicht online gehen, startet Videos, die müssen ebenfalls noch nicht online gehen und geht in die Community, in der ihr euch dann bewegen wollt und verbindet euch vielleicht mit irgendjemandem und vielleicht gebt ihr dem auch mal ein bisschen Rohmaterial, fragt ihn irgendwelche Fragen und ja, gerade glaube ich, wir können alle davon ja, ein Lied singen, dass man halt einfach die Unterstützung bekommt, dass man seine Antworten bekommt von irgendjemandem. Mhm. Denn ich glaube, es gibt immer Leute, die sich mit genau dem, was ihr machen wollt und genau der Art und Weise, wie ihr es auch machen wollt, die das genau feiern. Man muss halt einfach nur die Leute suchen und man muss jetzt nicht schon, das ist halt, glaube ich, auch ein großer Fehler, was den viele Leute machen, wenn sie jetzt was Neues starten und denken dann so, meine Freunde finden das gar nicht cool, ich muss jetzt irgendwie schaffen, die zu überzeugen, ich muss jetzt irgendwie das machen, dass sie das gut finden, was ich mache. Und ich glaube, wenn man das versucht, dann hat man schon von vornherein irgendwie verloren, weil es ist halt einfach super anstrengend und auch super... Umgib dich mit den Leuten, die deine Leidenschaft teilen. Genau. Das war genau bei mir der Fall, als ich dort gestartet habe. Ich habe ja gearbeitet in der Showbranche unter Leuten, die trinken und rauchen. Und fast niemand war vegan, gar nicht. Und ja, ich habe dann Gesundheit und Rockies-Blog gestartet und ich habe mein Facebook-Profil für Tänzer. Ganzen Agenturen komplett aufgegeben und andere Namen genommen und das ganz heimlich gemacht, dann mich mit Rockkünstler verbunden, ganz andere Freunde gefunden, Freundeskreis aufgebaut und das alte Leben komplett ausgeschlossen und dann so langsam gewachsen und als ich schon einigermaßen fest auf den Beinen stand, dann habe ich so ein paar Leuten davon erzählt und wenn man sich sicherer fühlt, dann Ja, am Anfang haben dann einige Freunde, die zufällig das gesehen haben, haben gefragt, ob ich Agrarwirtschaft betreibe, wer soll das jetzt Gemüse und Obst auf Instagram und ja, war schon nicht so toll. Aber dann, wenn es größer wurde und die Leute haben meine Ausstrahlung gemerkt, dass ich sicher bin und dass mir gut geht und ich unterstützt werde von ganz, ganz vielen, über 1000 Leuten, dann sagen sie auch, wow, sieht gut aus und ja, kannst du mir darüber erzählen und darüber, wie soll ich denn essen? Ja, ich glaube, das ist wichtig. Das ist ja auch das, wenn man selber davon überzeugt ist und dann irgendwann größer wird, dann ist man ja noch mehr davon überzeugt. Und wenn dann wirklich Kritik kommt, dann kann man damit vielleicht auch umgehen oder weiß, nein, ist das schon richtig so, wie ich es mache? Und nicht, wenn man sagt, warte, mache ich hier überhaupt das Richtige? Und dann kommt noch jemand und sagt, nee, ich glaube, ich mache doch nicht das Richtige. Und ich glaube, das ist ziemlich wichtig, dass man dahinter steht, 100%. Ich glaube, man sollte auch keine Angst davor haben, seine Umgebung so ein bisschen zu verändern eben. Also wie du sagst, oder manches Leute irgendwie auszuschließen, weil wenn bestimmte Leute einfach so toxisch für einen sind, dass man sogar Angst hat vor deren Reaktion, wenn man eigentlich was macht, was einem total am Herzen liegt, dann sollte man sich vielleicht fragen, sind das die Leute, mit denen ich mich wirklich umgeben möchte? Man muss jetzt nicht sagen, hey, ich muss jetzt für immer raus aus meinem Leben oder sowas. Ja, genau. Es gibt halt auch, ich weiß gar nicht, letztens habe ich ja so ein Buch gelesen, keine Ahnung mehr, was es war, aber da gab es diese schöne Situation, hat jemand wirklich gesagt so, hey, ich habe jetzt vor, mein Leben irgendwie auf die Reihe zu bringen und das irgendwie umzukrempeln und ich merke, unsere Beziehung irgendwie, das tut mir nicht gut und ich will aber weiterhin mit dir befreundet sein und es geht einfach nur, wenn wir uns auf bestimmte Dinge irgendwie einigen können. Und dann gab es dann Leute, die dann gesagt haben, so, was bildet er sich ein und so weiter und da ist dann einfach die Beziehung irgendwie auseinandergegangen, weil es halt auch einfach nicht sein sollte und es gab aber auch viele Leute, die dann das als Anlass genommen haben und sich gesagt haben, so, wow, vielleicht ist da wirklich was dran und dann hat er dafür gesorgt, dass sich auch andere Leute einfach verändern und hat denen einfach voll das Geschenk gemacht, indem er ihnen sozusagen so eine Art Ultimatum gesetzt hat. Ich finde auch gerade, wenn es so irgendwie was mit Ernährung und Gesundheit zu tun hat, das ist ja zwangsläufig etwas, womit sich eigentlich ein Großteil der Menschen irgendwann mal im Leben beschäftigen müssen. Viele finden dann vielleicht auch einfach eine Zeit später dann wieder zu dir zurück irgendwie, weil du darüber ja redest. Und irgendwann, also gerade wenn man jetzt jung ist, macht man sich vielleicht so viele Gedanken darüber, über seine Gesundheit, wie man sich ernährt und so weiter, wenn man was für einen Lifestyle man hat. Aber dann irgendwann kommt der Gedanke dann vielleicht schon, wenn man irgendwelche Probleme kriegt. Und vielleicht bist du dann genau der richtige Ansprechpartner für diese Leute. Genau, das ist ja ein Punkt. Also viele von früher, also ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass mich dann nach
als sie gemerkt haben, dass ich mich da mit Druckers auseinandersetze und auch dann die Videos gemacht habe und alles, dann kamen die wirklich auf mich zu und wollten auch wissen, wie das so ist und wollten Tipps haben. Und wenn ihr das zum Beispiel, oder wenn ich gekniffen hätte, dann hätten die vielleicht niemals einen Ansprechpartner gehabt und hätten niemanden gehabt, der ihnen mal gesagt hat, was überhaupt richtig, was ist falsch ist. Aber wenn Leute nämlich merken, dass du nicht so wie so ein Fähnchen im Wind bist und dich von jeder Meinung irgendwie umhauen lässt, dann und einfach, die sagen irgendwie zweimal was Negatives und merken aber, hey, der macht weiter sein Ding und dem gefällt es und der ist cool, dann, ja, dann merken sie halt auch so, hey, vielleicht ist da doch wirklich was dahinter und haben dann auch, wie gesagt, dass passieren kann, dass einfach später dann Leute auf einen zukommen und sagen, ist ja doch gar nicht so cool. Und das ist halt immer, die Leute haben erstmal diese voreingestellte Meinung und wissen eigentlich im Endeffekt gar nicht, um was es wirklich geht. Und deswegen erstmal hier den Shit-Test rausgehauen und wenn ihr dann nicht darauf reagiert und einfach euer Ding weitermacht, dann merken sie, okay, vielleicht sollte ich mich mal doch mit auseinandersetzen und schauen, was ist da dran. Oder die ignorieren es einfach und was ja auch im Endeffekt auch nicht schlecht ist irgendwo, weil dann lassen sie dich in Ruhe und können ihr eigenes Ding machen und du kannst dich halt auf deine Sachen konzentrieren. Das hat, glaube ich, ziemlich und Nachteile. Ich glaube, es ist halt echt wichtig, das haben wir ja gerade eben schon, das hat glaube ich du gerade gesagt, in unserem ersten Take, dass man sich halt einfach wirklich auf die Leute konzentriert, die es halt einfach cool finden. Und wenn wir alle haben ja so dieses Problem, dass wenn wir irgendwie 8 Nachrichten bekommen von Leuten, die sagen, hey, das ist richtig cool, was du machst, das gefällt mir gut, dann bekommen wir eine einzige von jemandem, der sagt so, ey, was machst du denn da für Scheiß? Und dann denken wir noch 2 Stunden über diese eine negative Nachricht nach, anstatt uns auf die 8 Leute zu konzentrieren, die das gerade feiern. Ja. Definitiv, ja. Das ist leider so. Das auch, glaube ich, ein bisschen verletzt, aber man kann nicht jedem gefallen, glaube ich. Ja, das ist das. Das muss man sich einfach... Es muss einem von vornherein muss es einem klar sein, dass jeder tickt anders und es kann einfach nicht jedem das gefallen, was euch gefällt. Genau, vor allem solltet ihr euch einfach dessen bewusst sein, das ist ein Prozess. Das dauert auch, bis ihr an den Punkt kommt, mache ich, ziehe ich durch und mir sind die anderen in diesem Moment, das ist ja alles größtenteils immer eine Momentaufnahme. In dem Moment ist es mir egal, weil alles kommt irgendwann zurück. Und ja, fokussiert euch auf euch und findet euren Wert in diesem Ganzen. Und es muss ja. Ja, dieses positive Selbstbewusstsein, weil damit kann man Leute, selbst wenn man über die Message, die man hat, über das, was man macht, nicht wirklich erreichen kann, kann man die durch so ein positives, gesundes Selbstbewusstsein, glaube ich, beeindrucken, dass darüber dann vielleicht die doch wieder erreicht. Genau, selbst wenn sich Leute gar nicht für dein Thema interessieren, aber die merken, hey, die hat doch Spaß dabei in den Videos und das gefällt dir und das ist cool und so, dann... Ja. Also ich habe jetzt auch schon oft gehört von Leuten, die sich eigentlich überhaupt gar nicht dafür interessieren, die wollen gar nicht Online-Business machen und dass sie für Smoothies interessieren, die sich auch gar nicht, aber die gucken einfach die Videos als Unterhaltung und das ist jetzt auch nur so eine schlechte Sache. Das hat ja dann auch das Potenzial, dass sich da irgendwie was noch draus entwickelt. Das ist halt der Punkt, das kommt ja nur dadurch, wenn man seine Persönlichkeit wirklich einbringt. Wenn man dann irgendwie so stupide irgendwas abkupfert, das ist ja für keinen Mensch interessant. Und ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, den hatten wir auch gerne nochmal, ich weiß nicht, was ich genau bei denen gesagt hatte, aber dass man halt auch einfach schaut, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen was wollte ich gerade sagen. Also ich finde es halt nur wichtig, dass man am Anfang, man entwickelt sich ja immer weiter und man ist nicht von Anfang jetzt der Supercrack, sondern das ist ein Prozess, der wie beim Sport, wenn ihr anfangt zu trainieren, ihr stemmt nicht direkt die 100 Kilo auf der Bank. Nicht? Scheiße. Also du müsst ihr trainieren, das mit den Videos machen oder was auch immer ihr vorhabt, ist das dasselbe. Also ihr entwickelt euch da weiter, ihr werdet immer selbstsicherer. Und wenn ihr Angst habt, dann schaut einfach mal, bevor ihr komplett rausgeht, was kann ich vorher erlernen, womit kann ich mir eine Sicherheit geben, mit welchem Wissensstand und dann geht mir diesen Wissensstand raus und wie gesagt, ihr könnt alles andere nebenbei machen, Videos schon vorher nebenbei drehen und dann auch da immer wieder lernen, was kann ich da besser machen und dann irgendwann kommt der Punkt, wo ihr einfach denkt, ja, jetzt will ich damit raus, weil jetzt habe ich einfach alles und fühle mich sicher mit dem, was ich der Welt geben kann. Und selbst dann ist es ja auch immer noch eine Reise und ich glaube, es ist eigentlich etwas sehr Schönes. Wir wollen alles immer so überstürzen und alles von Anfang an perfekt machen. Eigentlich ist es was sehr Schönes, wenn man sich auf so eine Reise begibt und einfach von Woche zu Woche sich immer weiterentwickelt und es wird immer besser, man wird immer sicherer und so. Das ist ja eigentlich was Positives. Und ich glaube, man kann, zwar ist es wichtig, dass man eben so diesen Moment hat, wo man selbstbewusst dann vor der Kamera sitzt oder eben seinen Blog-Eintrag schreibt oder was auch immer. Aber trotzdem, man findet nie den Moment, wo es einfach perfekt ist, sondern es ist halt einfach diese Weiterentwicklung. Und das ist ja was Schönes. Und selbst wenn das total lange dauert, also ich genieße das auch dann so zurückzugucken und zu sehen, wie sich das verändert hat, was ich mache. Und,
Danke, dass du es gesagt hast, jetzt bin ich wieder eingefallen. Und zwar, wir hatten ja gerade auch den Punkt, dass man, wenn man sich halt am Anfang so ein bisschen unsicher ist und ob das was ist, dann halt, ich glaube, das hast auch du gesagt, dass man einfach mal 5 Videos macht und die einfach nicht online stellt. Genau. Und einfach mal für sich selbst guckt, ist das cool, wie ist das? Und dann hat man halt einfach, am Anfang hat man halt die steilste Lernkurve ever so. Und du wirst halt vom 1. zum 5. Video wahrscheinlich schon eine krasse Verbesserung merken. Und dann sagst du das 6. Video so, jetzt gefällt mir das ganz gut, setz ich mal raus. Wobei man selbst dann wahrscheinlich immer noch so ein bisschen, dass man sich immer noch so ein bisschen unsicher ist und sich denkt, oh, ist das was? Aber das halt einfach trotzdem machen, weil dadurch entwickelt man sich weiter. Und wenn man dann diese Hürde übersprungen hat, dann hat man hinterher gemerkt, so schlimm war es ja eigentlich gar nicht und hat halt wieder seine Komfortzone so ein bisschen weggeschoben. Auf jeden Vor allem, glaube ich, ist das auch ziemlich gut, wenn man ein bisschen selbstkritisch mit sich selber ist. Weil so wirkt das dann halt auch nicht, ja, ist mir egal, mach ich jetzt einfach mal so. Ja, auch nicht zu sehr, sondern ja, auch eine gewisse Qualität bieten. Wenn man sollte eine Qualität bieten, das ist auf jeden Fall klar, weil du willst ja auch schon, denke ich, am Anfang irgendwas erreichen. Mhm. Wie gesagt, das war ja die Idee mit dem noch nicht online stellen, erstmal üben oder so. Und gerade wenn du sowieso ein bisschen unsicher bist, bist du einfach noch an dem Moment, wo du wahrscheinlich noch nicht rausgehst. Und dann solltest du vielleicht da auch noch kein Video online stellen, weil dich das eher wahrscheinlich negativ beeinflussen würde mit den ganzen Kommentaren oder so, sondern an sich selbst arbeiten. Und ich glaube aber, wenn du nämlich diese Strategie gehst, dann kommst du irgendwann an diesen Punkt, wenn du jetzt, sagen wir mal, 5 Videos reicht noch nicht, sondern hast du irgendwie 8 Videos gemacht, irgendwann kommst du an diesen Punkt und du denkst so, jetzt will ich das ab, ja, also jetzt muss das aber mal irgendwie raus, weil... Ja, es ist ungefähr so, als würdest du so eine Spritze füllen mit irgendeiner Flüssigkeit und irgendwann musst du... Das ist einfach voll, genau. Ja. Ich glaube auch ehrlich gesagt, dass jeder was zu sagen hat. Ja. Also egal, ob es Ernährung, Sport oder Leben oder wie auch immer, aber ich glaube, jeder will irgendwas sagen und jeder möchte irgendwie eine Stimme haben und was hören. Tiere zum Beispiel oder We For Us zum Beispiel und ich glaube, jeder hört jeden gerne zu und wenn es was Vernünftiges und was Positives ist, wieso nicht? Genau. Ich glaube, es ist halt echt wichtig, dass du auch so bist, wie du halt bist. Und wir hatten jetzt auch gerade schon, dass man jetzt nicht guckt, okay, andere Leute machen jetzt so einen YouTube-Kanal und machen diese Dinge und machen diese Dinge und machen diese Dinge. Und dass man jetzt versucht, genau das Gleiche zu machen, weil vielleicht passt es für die eigene Persönlichkeit nicht. Und wenn manche Leute denken sich dann, okay, aber wenn ich das nicht so mache, wie soll ich dann Erfolg haben? Weil bei denen scheint es so zu funktionieren. Aber letztendlich, wenn ihr so seid, wie ihr seid, dann wird es, wenn sich immer Leute, irgendjemand will hier mit unbedingt ins Video reinlaufen, dann werden sich immer Leute finden, die sich mit der Message irgendwie identifizieren können und die genauso ticken wie ihr und sich denken so, endlich bringt mal jemand das in dieser Art und Weise rüber. Genau, ja. Leute, danke, dass ihr dabei wart auf jeden Fall. Yeah. Hat mir viel Spaß gemacht und jetzt ist sogar die Kamera noch an, wie ich gerade sehe. Sehr, 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 sehr cool. Und in der Videobeschreibung sind alle Links zu allen tollen Menschen, die heute mit dabei waren. Nur das Schwein hat noch keinen YouTube-Kanal, aber das werden wir das auch noch... Das ist übrigens Frederik. Mick. Kommt bald in Hamburg. Nice. Ja, danke schön. Yeah. Darf ich das für mein Intro haben? Danke. Tschüss! Ciao! Faust. Gute Reise, Jill! Dankeschön! Tschüss! Ciao! Ha, einen habe ich noch geklaut. Jetzt kurz vor 8, ich wurde gerade aus dem Starbucks rausgekickt, sie schließen ja nicht gleich, ich wurde schon hier alles aufgeräumt und so. Und das passt aber ganz gut, ich habe gerade mit Sophia geschrieben, sie war ja jetzt das Wochenende über bei Andrea und sie waren jetzt gemeinsam auf der Veggie and Yoga Expo. Und jetzt treffen wir uns gleich und fahren wieder zusammen nach Bremen.
getrunken? Ich auch. Mir gibt's Smoothie Bowl, die ich gestern Abend gemacht habe und dann nicht mehr gegessen habe. Und Sophie hat leckere Kartoffelchips. Jawohl. Allerdings nicht in ungesund, sondern in lecker und in gesund. Und das essen wir jetzt. Wisst ihr, was wundervoll ist? Pass mal auf. Sophia macht gerade im Ofen. Shit, es ist dunkel. Man sieht es nicht. Man sieht einfach gar nichts. Aber das macht nichts. Sophia macht gerade im Ofen Bananenbrote. Und sie ist aber gerade nicht da. Und deswegen werde ich die jetzt alle wegnaschen. Bevor ich das mache, habe ich allerdings noch die Frage des Tages für euch. Und die Frage des Tages, weil das Video heute eh schon so lang ist, kommt dieses Mal nicht von euch, sondern die Frage des Tages kommt von mir. Und zwar, ich würde gerne mal von euch wissen, wie werdet ihr mal aufs aktuelle Video aufmerksam? Seht ihr das bei Facebook? Oder geht ihr in den geht in den YouTube-Feed rein und klickt es darüber an? Oder, weiß ich nicht, seht es irgendwo ganz anders? Wie ist was eure Quelle, um mal zum Video kommen? Facebook, YouTube, irgendwas anderes? Schreibt mal gerne mal unten einen kleinen Kommentar rein. Dann weiß ich so ein bisschen, wie ich da das strategisch so ausrichten kann. Das würde mir sehr, sehr helfen. Und ich möchte noch mal einen kleinen Reminder raushauen. Habe ich ja schon mal gesagt, aber in letzter Zeit sind echt super viele neue Tomaten dazugekommen, deswegen sage ich das nochmal. Leute, wenn ihr einen Kommentar schreibt und ich antworte auf diesen Kommentar und ihr wollt auf die Antwort wieder antworten, wollt nochmal was nachfragen, nochmal was sagen, dann schreibt mir bitte immer einen neuen Kommentar und antworte nicht auf meinen zurück, denn ich beantworte die Kommentare alles mit der YouTube-Funktion, die alle chronologischen Kommentare auflistet und die zeigt halt immer nur neue Kommentare an. Und wenn ich halt irgendwie zurückgeschrieben habe und dann schreibt derjenige wieder nach einem Tag zurück, dann ist es halt nicht ein neuer Kommentar, sondern eine Antwort auf den vorherigen. Deswegen ist der nicht oben dabei und ich sehe den vielleicht gar nicht. Und somit schreibt ihr irgendwas Cooles und wundert euch, warum antwortet er denn nicht? Und das ist aber gar nicht böse gemeint, ich habe ihn halt einfach nur nicht gesehen. Deswegen schreibt mir bitte, wenn ich antworte und ihr wollt nochmal zurückschreiben, immer einen neuen Kommentar, dann sehe ich den nämlich gleich neu in der Benachrichtigung und alles ist super. So ihr Lieben, das war's für heute. Tomatenschau-Nummer 48 ist vorbei. So ein bisschen leise. Sophia schläft schon. Wir sehen uns morgen wieder. Danke fürs dabei gewesen sein. Unbedingt noch einen Kommentar reinschreiben. Wie fandet ihr heute unsere kleine Elefantenrunde? Fandet ihr das cool? Mal so ein Content-Part mit mehreren Leuten? Oder sagt ihr euch, das ist ein bisschen zu un-